Also in den Salzburger Bergen hat es in den letzten 5 Tagen ergiebig geschneit. Also wir haben einige Gebirgsgruppen, wo wir mehr als wie einen Meter Neuschnee haben. Dieser Neuschnee ist aber inzwischen schon relativ homogen und hat sich etwas gesetzt. Das heißt, wir konnten von der hohen Einstufung 4 auf 3 zurückgehen. Allerdings für das Wochenende muss man beachten, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag noch einmal 20 bis 30 Zentimeter ganz kalter, lockerer Schnee dazukommt. Und der fällt mit etwas Wind. Das heißt, es gibt wieder neuen Triebschnee in den Hochlagen. Und das bedeutet, dass wir in den meisten Gebirgsgruppen am Wochenende eine erhebliche Schneebrettgefahr haben. Das betrifft vor allem, und da gibt es die meisten Gefahrenstellen, in den Nordalpen, also von den Loferer Steinbergen über das Steinerne Meer, Hochkönig bis zum Gosaukamm und in den Hohen Tauern. Und da muss man insofern für den Skitourengeher und für den Variantenfahrer bedeutet das, dass man in den oberen Bereichen, also oberhalb von 1800, 1900 Meter, also dort, wo die meisten Skitourenziele sich befinden, sehr steile, kammnahe Hänge unbedingt meiden sollte. Da kann man mit geringer Belastung schon ein Schneebrett auslösen.